Hallo meine Lieben, hier bin ich mit einem neuen Video und zwar möchte ich heute euch mein Project Life, naja nicht Album, aber Smashbook für 2015 zeigen. Das habe ich Anfang Januar fertiggestellt gehabt und da ich dieses Jahr Project Life als in Form, so wie es Becky Higgins sich gedacht hat, mit den Schutzhüllen versuche, wollte ich euch mal die andere Variante zeigen, wie ich es bisher gemacht habe. Ja, und das ist wie gesagt hier so ein Kay & Company Smashbook, nennt sich irgendwas mit 365, hat Jahreszeiten und Events eingeteilt drin. Und ich habe für jeden Monat mir drei Seiten eingeteilt gehabt und ja, wunderschöner grüner Einband, hier Buchpappe in Kraftfarben und dann ist hier noch ein Motiv embossed gewesen, da habe ich das in Pink eingemalt und mit Glossy Accent verziert und hier habe ich Enamel Accents in Schwarz drauf gemacht. War nicht die schlaueste Idee, da egal wie trocken das ist, wenn man was drauflegt, werden die platt gemacht und ja, sieht jetzt nicht mehr so schön aus wie am Anfang. Ich werde mal schauen, ob ich noch mal ein bisschen rüber mache, damit es wieder glänzt und kugelig wird. Mal schauen. Das ist jedenfalls etwas, was man beachten sollte, weil mich, also es stört mich nicht total, aber schon ein bisschen ärgerlich. Ja, das ist meine Titelseite sozusagen, habe ich mit meiner Cricut Expression hier 2015 ausgeschnitten, einmal aus dem gemusterten Cardstock und darunter normales Cardstock, um die Höhe ein bisschen mehr zu gestalten. Ja, und dann habe ich hier ein bisschen was geschrieben zu dem Jahr 2015. Im Januar 2015, was ich wusste, was mich erwartet, worauf ich gespannt bin und ja, habe schon mal das Jahr, naja, nicht Revue passieren lassen, aber genau das Gegenteil sozusagen, habe schon mal aufgeschrieben, was passieren kann. Dann ist hier die erste Seite mit einem schönen Spruch und hier kann man oder konnte man seine Neujahrsvorsätze aufschreiben. Ich habe jetzt nicht solche Neujahrsvorsätze genommen, sondern was ich in dem Jahr grundsätzlich machen wollte, erreichen wollte, schaffen wollte. Zum einen meine Bachelorarbeit zu bestehen, nach Florida zu reisen, mein letztes Studientrimester zu genießen, solche Dinge. Dann fängt hier der Januar an. Jeder Monat fängt mit einem kleinen Kalender an und ich glaube, also es ist auf jeden Fall ein Cut-Apart-Sheet und ich glaube, das ist von Jelly Bean. Heißen die Jelly Bean? ja, ich glaube, die heißen Jelly Bean. Von dieser Firma halt jedenfalls und da habe ich dann die Tage oder beziehungsweise das Datum auf die Tage gestempelt und hier so einen kleinen Cupcake mit Kerze bei den Tagen, wo jemand Geburtstag hat. Ja, und dann habe ich hier Fotos vom Geburtstag meiner Oma eingeklebt und ein paar Stempel zu angebracht sozusagen und dann hier kurz dazu geschrieben, dass ich jetzt angefangen hatte, meine Bachelorarbeit zu schreiben im Büro und ja, was mich da so erwartet hat. Dann habe ich hier den Ausblick aus meinem Büro bei Schnee und bei Sonnenschein. Die Seite habe ich so gelassen, weil ich das Motiv einfach schön fand und es nicht verdecken wollte. Dann habe ich die nächste Seite. Da war meine Mutter bei einer Schmerztherapie und da haben wir besucht gehabt und sind spazieren gegangen. Da habe ich so ein paar Fotos gemacht. Hier fehlt noch so ein bisschen Embellishment, aber ich wollte das jetzt fertig haben und wusste nicht so genau, mit was ich hier verzieren sollte. Deswegen habe ich es erstmal so sein lassen. Und ja, hier habe ich dann ein bisschen was geschrieben zu
unserem Arbeitsansatz nach dem Studium. Da hatten wir eine Veranstaltung, was uns da so erwarten kann. Und danach waren wir Studenten zusammen in Berlin essen. Und ja, so. Also ich habe es nicht Tag für Tag gemacht, sondern halt immer einen Monat. Und was dann mir als wichtig erschien, habe ich hier eingeklebt und beschrieben. Dann kommen wir zum Februar. Am 4. war ich auf einem Konzert, am 5. hatte meine Mutter Geburtstag, am 11. und am 12. sind leider Familienmitglieder gestorben. Und ja, hier waren wir auf einer Gartenausstellung, da habe ich zwei Fotos oder drei Fotos von eingeklebt, habe dazu ein bisschen was geschrieben und dann hier die zweite Hälfte habe ich darüber geschrieben, dass neue Serien begonnen haben bzw. eine neue Staffel gegangen sind und habe dann hier die jeweiligen Serienplakate aufgeklebt. Hier habe ich dann eine ganze Doppelseite zu dem Konzert aufgeklebt, wo ich mit meinem Vater war. Deswegen hier auch abgeklebt, damit mein Vater nicht im Internet zu sehen ist. Ich glaube, das hätte er nicht gern. Ja, da waren wir beim Queen und Adam Lambert Konzert in der O2 World in Berlin. Und ja, war ein super tolles Konzert. Und hier habe ich in so einem Wasserfall-Style einen Artikel aus dem Rolling Stone mit meiner Schreibmaschine abgetippt und ja, einfach um noch so einen anderen Eindruck von dem Konzert zu bekommen. Also mir hat es super gefallen. Der Rolling Stone hat sich so ein bisschen drüber, nee, nicht lustig gemacht, ist ein bisschen drüber hergezogen. Ja, war aber ein tolles Erlebnis. Und dann hier Ende Februar, wobei nein, war gar nicht Ende Februar, war auch glaube ich die erste oder die zweite Februarwoche, hatte ich meinen letzten Arbeitstag, obwohl ich erst im Januar angefangen hatte, weil meine Freistellung angefangen hatte, bis Freistellung und Urlaub bis Ende April hatte ich dann frei, in Anführungszeichen. In der Zeit habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe meine Mutter von Dunkin' Donuts Nervennahrung mitgebracht gehabt. Das habe ich hier dokumentiert. Ja, und im März, wieder hier den kleinen Kalender, habe ich mit meiner Mutter einen Ausflug in den Zoologischen Garten Berlin gemacht. Ja, und die Seite passt perfekt, weil hier ein Löwe ist. Und alles, was nicht so gepasst hat, habe ich halt überklebt. Ja. Und da habe ich hier Zoobilder und da im März nicht wirklich was anderes passiert ist, habe ich eigentlich fast nur Zoobilder. Ach Gott, Entschuldigung. Ja, habe dann hier eine kleine Karte gemacht. Ich meine, ich musste jetzt nicht groß über die Tiere schreiben, aber habe dann hier Zoologischer Garten Berlin, März 2015 hingeschrieben. Danach waren wir im Bikini-Haus. Fand ich total scheiße, muss ich sagen. Also, wem es gefällt, bitteschön. Ich brauch's nicht nochmal. Ich weiß nicht. Also, dafür, dass ich 24 Jahre alt bin, fand ich diese Läden einfach viel zu abgehoben und hip und keine Ahnung. Also, da hat mir nichts gefallen. Ja, naja. Dann waren meine Mutter und ich im Ende März auch noch im Kino und dann hatten ein paar Freunde von mir Geburtstag und habe ich dann hier auch noch irgendwas dazu geschrieben. Im April war es dann endlich soweit, wie man hier sieht. Ich hatte 3 Wochen Urlaub, den habe ich mit meiner Mutter zusammen in Florida verbracht. Dementsprechend ist der ganze April nur mit Urlaubsbildern voll. Hier habe ich ein bisschen was zu geschrieben. Unseren Abflug und der Flug über die Karibik und die Landung in Miami. Und hier habe ich dann, weil wir eine Rundreise gemacht haben, ich habe uns durch Florida gefahren, von den verschiedenen Stationen habe ich hier so kleine Bilder gemacht. Hier haben wir Miami, hier haben wir Key West, hier haben wir Naples, ja,
natürlich Disney World, darf natürlich nicht fehlen. Dann haben wir ist das Coco? Ja, das ist ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Coco Beach. Dann haben wir hier Busch Gardens, das gehört zu SeaWorld. Dann haben wir hier die Universal Studios und Island of Adventure. Dann waren wir in St. Augustine und in Daytona und in Orlando noch in einem Naturschutzgebiet. Und dann war auch schon wieder der Rückflug. Im Mai hat dann mein letztes Studientrimester begonnen. Aufgrund des dualen Studiums hatte ich immer 4 Monate Studium, 4 Monate Praktikum im Wechsel. Ja, und dann hatte ich halt hier ein paar Fotos eingeklebt von meinem Apartment, was wir kostenlos bewohnen durften. Der Parkplatz, wo man auch mein Auto sehen kann. Dazu habe ich was geschrieben. Dann ein bisschen Happy Mail. Einmal von der Scrapbook-Werkstatt und dann von Stampin' Up. Dann habe ich hier ein bisschen was dazu geschrieben, dass ich ein Referat bearbeiten musste mit einem total doofen und zähen Thema, die Limited und Partner GmbH, irgendwie so. War total nervig, hätte ich mir niemals freiwillig ausgesucht, das Thema. Ja, und wie ihr seht, mit ein bisschen Mango-Rotkäppchen-Sekt hat sich das Ganze einfacher gestaltet. Die Doppelseite habe ich auch wieder nicht beklebt, weil ich die so schön fand, wie sie ist und nicht verstecken wollte. Dann haben wir hier den Juni. Da waren wir in Schwerin und hatten ein paar Tage frei und sind dann feiern gegangen im Freischütz in Schwerin. Haben lecker gegessen und getrunken und hatten unseren Spaß. Und weil sich im letzten Trimester nicht mehr allzu viel getan hat an Unterricht, hatte ich recht viel frei. Und da meine Mutter immer eine Woche arbeitet, eine Woche frei hat, habe ich immer die freie Zeit mit ihr genutzt und bin shoppen gegangen, ins Kino gegangen und so weiter. Und dann waren wir hier in der Mall of Berlin in der LP12. Und da habe ich mir mein Abschluss-Bachelor-Ballkleid sozusagen geholt, Partykleid. Ja, und dann waren wir halt essen, habe noch so den Tag dokumentiert. Hier war ich mit meinen Freunden Schnitzel essen und ein Kumpel von mir hat mir aus London Twinings-Tee mitgebracht, worum ich ihn gebeten habe. Dann waren wir im Kino, meine Mutter und ich mal wieder, und vorher noch essen. Im Juli waren wir im Alexa und haben da geshoppt. Und bei TK Maxx am Alexanderplatz waren wir auch. Dann war ich wieder ein paar Tage in Schwerin, wo ich mich mit einer besten Freundin aus dem Studium recht viel gesonnt habe. Und dann waren wir auf der letzten Party unseres Studentenlebens sozusagen. Dann hatte ein Kumpel von mir Geburtstag und der durfte sich einen eigenen Cocktail hinter der Bar mixen. Und hier war dann so der Endspurt Ende Juli von meinem Studium, wo ich die letzte Hausarbeit schreiben musste. Und ja, dann sind wir hier schon im August, wo ich dann meine Prüfungen hinter mir hatte und eigentlich wusste, dass ich bestanden habe und das Ganze musste nur noch offiziell verkündet werden. Ja, da waren meine Mutter und ich im B5 Center. Das ist ein Outlet Center. Arthur McGlenn, glaube ich, ist die Gruppe dahinter. Und da waren wir bei Marché essen und da gab es super leckere Pizza und super leckere Limo. Ja, und hier die Seite habe ich wieder offen gelassen, weil das Motiv so super schön ist und ich das natürlich nicht verdecken wollte. Wie ihr seht, hier sind recht viele Geburtstage im August gewesen. Der 27. ist meiner und da steht da drunter noch important. Nicht, weil ich meinen Geburtstag so wichtig finde, sondern weil passenderweise an meinem Geburtstag die Bachelor-Urkundenverleihung stattgefunden hat, sowohl auch noch unser Bachelor-Abschluss-Ball-Party-Veranstaltungsdingens. Ja, das ist ja auch schon meine
Krankenverleihung. Da habe ich hier von mir Fotos und von unserem Jahrgang, wie wir Graduation Caps in die Luft werfen. Da habe ich meinen Studienausweis aufgeklebt. Ja, hier bin ich mit meiner Urkunde. Hier habe ich meine Mickey Mouse Graduation Cap auf. Die habe ich mir extra aus Florida mitgebracht. Ja, und hier bin ich mit dem normalen Graduation Cap zu sehen. Und hier habe ich ein bisschen was dann zu dem Ball am Abend geschrieben. Und hier habe ich noch die Einladung zur Verabschiedungsfeier unseres Jahrgangs reingelegt. Dann bin ich am nächsten Tag früh mit meinen Freundinnen, die mich besucht haben, nach Hause gefahren, nach Berlin. Und dort hat mich ein Geburtstagstisch erwartet und ein gebackener Kuchen von meiner Mutter. Und abends war ich dann mit meinen Berliner Freunden und mit meinen Schweriner Mädels, die auch aus Berlin kommen, noch ein Trinken und groß feiern. Und da hatten wir ordentlich Spaß. Genau, und im September hat dann doch tatsächlich mal der Ernst des Lebens begonnen, habe ich hier drüber geschrieben. Hab das Zimmernummernschild mit meinem Namen drauf fotografiert. Das erste Mal, dass an einem Zimmerschild mein Name steht. Dann habe ich hier den Ausblick aus meinem Büro fotografiert gehabt. Dann habe ich mich mit meinen Schweriner Berliner Mädels getroffen gehabt. Ja, und da habe ich hier so ein bisschen was am Wochenende geschrieben. Da haben mein Vater und ich ein Gewächshaus aufgebaut, hatten dabei noch einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt. Und ja, weniger schön war, dass ich Ende August die Nachricht erhalten habe, dass mein Auto repariert werden muss. Es war eigentlich nur ein normaler Werkstatttermin und im Endeffekt habe ich dann gleich noch einen Kostenvoranschlag in Höhe von fast 3000 Euro bekommen. Das Auto war fast 10 Jahre alt. So viel war das Auto nicht mehr wert wirklich. Dementsprechend war klar, dass ich das Geld da nicht nochmal reinstecke, aber dann war halt die Frage, was ich mache. Und meine Mutter hat auch schon längere Zeit nach einem neuen Auto geschaut. Und wie es der Zufall so wollte, hatte Renault gerade eine Aktion, dass sie das alte Auto ankaufen und auf das neue anrechnen. Abgesehen davon, dass das neue Auto, das ist jetzt ein Megane, zu dem Zeitpunkt mehr als die Hälfte, glaube ich, oder fast um die Hälfte preisreduziert schon war, weil hier eben der Nachfolger demnächst rauskam. Ja, und dann haben wir beide zugeschlagen und haben uns beide im Partnerlook einen weißen Renault Megane gekauft und wir können ihn nur durch das Nummernschild auseinanderhalten. Ja. Ja, dann habe ich hier ein bisschen, was so unter der Woche passiert ist. Zum Beispiel, dass ein kleiner Frosch bei uns durch den Garten gelaufen ist, den wir fast weggemäht hätten, weil wir ihn nicht gesehen haben. Den haben wir dann erstmal ganz schnell gerettet. Und dann habe ich hier von meinem Disney-Käufen ein paar Fotos gemacht. Und davon, dass mir einer meiner Disney-Prinzessinnen-Schuhe zerbrochen ist beim Auspacken, weil eben die Schlaufe nicht angebracht war und Disney aber so kulant war und mir gleich am nächsten Tag einen neuen zugeschickt hat. Ja, und hier habe ich meine 101 Dalmatiner Disney Vans. Ja, dann sind wir schon im Oktober. Hat mal tatsächlich niemand Geburtstag gehabt. Habe wieder ein bisschen was zugeschrieben, was so passiert ist. Hatte ich einen Spieleabend mit ein paar Freunden. Haben wir Halloween gefeiert und dann war ich Ende Oktober wieder auf einem Konzert, diesmal Fall Out Boy. Da war ich auch wieder mit meinem Vater. Fall Out Boy ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. War ein absolutes Highlight und ganz ehrlich für 35 Euro. Also das ist eine der günstigsten Konzertkarten, für die ich mich so interessiere, wenn ich dann sehe, 80 Euro, 100 Euro, na schönen Dank auch.
Ja, und dann habe ich hier eine Project Life Bestellung bekommen und hier wieder eine Disney Bestellung. Und im November war ich dann mit meinen Eltern und mit meiner Oma für 2 Wochen in Dänemark im Blavant. Und eine Woche in etwa davon war halt meine Oma mit dabei. Ja, und da habe ich hier halt ein paar Ausschnitte sozusagen aus dem Urlaub in Form von kleinen Fotos aufgeklebt, habe dazu was geschrieben. Dann waren wir in einer Bonbon-Herstellungsfabrik. Oh, Gottes Willen. Ja, also ich muss mich entschuldigen für meine Sprachfindungsstörungen. Ist der erste Arbeitstag nach 2 Wochen Krankschreibung. Bin ein wenig ausgelaugt. Ja, wir haben dafür zugeschaut, wie Bonbons hergestellt werden von Handarbeit her. Dann haben wir ein Minions-Puzzle gemacht. Hauptsächlich habe ich das gepuzzelt, weil allen anderen das zu anstrengend war. Dann haben wir natürlich auch einige Strandspaziergänge gemacht. Dann haben meine Mutter und ich Seesterne gerettet. Und ja, als wir dann zurückgekommen sind aus Dänemark, da hat es dann geschneit. War auch der letzte Schnee für das Jahr. Und dann sind wir hier im Dezember. Da wollte ich natürlich wieder diese schöne Seite nicht verdecken. Hab da ein bisschen was geschrieben, dass ich auf Arbeit ein neues Sachgebiet bekommen habe. Und ja, hier habe ich ein paar Bilder zur Adventskalenderherstellung aufgenommen gehabt. Ich habe meinem Vater und meiner Mutter jeweils einen selbstgebastelten Adventskalender gemacht. Mein Vater hat 24 Flaschen verschiedene Dunkelbiere, Schwarzbiere und ähnliches bekommen. Und meine Mutter hat gestempelt und ausgemalte Bildchen bekommen, weil sie eher einen Adventskalender mag, wo sie Bilder anschauen kann. Sie möchte gar nicht Süßes oder ähnliches drin haben. Damit es aber vom Gegenwert halt trotzdem passt, habe ich dann noch so Kosmetikartikel in Probengröße mit dran gemacht. Da hat sie sich auch sehr drüber gefreut. Ja, und dann habe ich hier unseren Weihnachtsbaum fotografiert, aufgestellt, dann hat er sich ausgehangen, dann haben wir ihn dekoriert. Natürlich durften meine Disney-Elemente nicht fehlen. Das sind nur einige von meinen. Und dann habe ich hier den wunderschönen Mond aufgenommen gehabt, den es über die Weihnachtsfeiertage gab. Habe dazu was geschrieben. Und ja, dann sind wir jetzt schon am 31.12. Da ist eine Freundin, die ich aus dem Studium kannte oder kenne, aus Hamburg angereist. Und wir haben zusammen Silvester gefeiert. Wir sind beide nicht die Silvesterfeierer, aber wir sind zusammen auf die Zitadelle Spandau gegangen tagsüber, haben uns dann bei mir einen gemütlichen Abend gemacht, DVDs geschaut, gekocht und natürlich auch reingefeiert und angestoßen, haben uns ein Feuerwerk bei uns in der Straße oder bei mir in der Straße angeschaut und ja, das war's dann auch schon für das Jahr 2015. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!